der französischsprachigen Wikipedia in Frankreich wurde ebenfalls ein Administrator vom dortigen Geheimdienst unter Druck gesetzt, weil es einen Artikel über eine vollkommen unbedeutende Militäranlage, ich glaube irgendein Sendemast oder so, hatte einen Artikel dort. Der sollte gelöscht werden. War anscheinend erfolgreich, der hat den gelöscht. Der wusste natürlich, dass Wikipedia ein offenes Prinzip ist und man sich wundern wird über diese Löschung. Und da wurde wiederhergestellt. Darüber wurde berichtet, ja, Streisand-Effekt. Jetzt gibt es diese vollkommen unbedeutenden Sendemast in 30, 40 Wikipedia-Sprachversionen. Und wir haben gelernt, dass also nicht nur in autoritären Ländern, sondern auch um die Ecke Geheimdienste mitwirken. Also BND und CIA hat man auch schon so gerüchteweise gehört, dass es sie auch heraufschauen. Aber erstaunlicherweise sind die Selbstheilungsprojekte innerhalb der Wikimedia-Projekte so gut, dass es zumindest nicht auffällt. Bisher wirklich in brisanten Geschichten unterwegs.